wirklich die richtige Adresse eigentlich sind, an der irgendwelche Dinge herangetragen werden sollen. Denn als erlebter Wendeberater weiß ich, dass die Politiker die Letzten sind, die irgendwas Positives entscheiden. Und auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, wir sind alle Täter und Opfer zugleich und wir wissen ganz viele Dinge. Aber wir blenden sie eben halt aus, nehmen, wollen sie nicht wissen, sagen eben halt, ja, der andere sollte machen und so weiter. Veränderung fängt man aber dann selber an. Vielleicht ist das sicherlich eine Informationsflut, die auch noch nicht Herr wird. Wenn ich zum Beispiel 20 E-Mails von demselben Absender bekomme, lese ich die erste. Vielleicht nicht mehr. Weißt du, E-Mails ist noch das eine. Wenn ich eingeladen werde zu einer Fernsehsendung und regelrecht merke, wie ich dort manipuliert werde, das ist für mich der ganze oder der richtige Betrug, der eigentlich so stattfindet. Aber jetzt machen wir Musik.